Ich muss mal in die Zigarette. Oh, der ganze Rauch. Cool. So, dann machen wir weiter. Ja. Genau, wir haben ja jetzt physisch, emotional behandelt. Dann fehlt uns jetzt noch als letzter Punkt, spirituell stärker zu werden. Also meiner Ansicht nach so ein wenig der schwerste Punkt von allen Punkten, die William Toll da quasi uns unterbreitet, also spirituell stärker werden. Wie wird man spirituell stärker? Kannst du mal rituell definieren? Also wie ich das für mich definiere, spirituell zu sein. Spirituell zu sein, also so im weitesten Sinne, ist es eigentlich eine Sinnhaftigkeit im Leben zu suchen. Also das ist jetzt eigentlich so die weitläufigste Definition für mich. Wie würdest du das definieren, Jedana? Ja, ich habe das nie so als einen Bereich gesehen. Für mich ist das Leben ist für mich spirituell. Das ganze Sein, alles. Alles hat einen Sinn. Ja, auch seine eigene Rolle im Großen und Ganzen wahrzunehmen und zu erkennen, das ist so eins der Haupt. Ja, als eines der Hauptkriterien von Spiritualität für mich. Was ich vielleicht wichtig finde, also das ist immer die Wahrnehmung, also eine erweiterte Wahrnehmung, beziehungsweise eine Möglichkeit, das eigene Leben, das eigene Handeln und das eigene Wirken aus einer Vogelperspektive heraus betrachten zu können und in Bezug setzen zu können mit dem, was ist. Und also das so vielleicht so als. Und also, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen heraustreten zu können aus der Kausalität, aus der kausalen Wahrnehmung von Ursache und Wirkung. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder weiß man, was ich meine? Ja. Dass zum Beispiel, das ist genau dieser Prozess, in dem wir uns aktuell befinden oder wie ich ihn auch schon durchgemacht habe vor 3,5 Jahren, als es mir so schlecht ging, ist irgendwie, dass du lebst zwar das Leben in aufeinander folgenden Momenten, ja, aber rückwirkend kannst du es nur verstehen. Und wenn du spirituell dein Leben betrachtest, dann hat alles, was dir im Leben passiert, jede Beziehung, die du geführt hast, jede Freundschaft, die du hast oder hattest, hat alles seinen Sinn. Zum Beispiel, ich habe in einem Podcast von mir mal das Beispiel gegeben, aber das finde ich veranschaulicht ganz gut. Du bekommst eine Einladung zu einer Party. Und auf dieser Party triffst du dann irgendjemanden, mit dem hast du ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und dieses Gespräch verhilft dir zu irgendeiner Erkenntnis über dein Leben oder über was auch immer. Dann wirst du erzählen, ja, ich habe eine Einladung bekommen, dann bin ich dahin und habe ich den getroffen. Aber eine spirituelle Wahrnehmung wäre, du solltest denjenigen treffen und deswegen hast du diese Einladung bekommen. Also du erkennst quasi Zusammenhänge, warum haben sich Dinge so entwickelt? Und bei uns in der Gesellschaft würde man jetzt sagen, na ja, die Spiritualität oder die deutsche Seele will sich wieder selbst leben. Die Menschen in dem Land wollen wieder frei leben. Die wollen sich selber entwickeln. Die wollen wieder schöpferisch sein. Also werden die Strukturen, die müssen immer enger werden, dass das Individuum das Gefühl verspürt, ich will frei sein, weil sonst spürst du es ja nicht. Oder Ja. wenn deine Seele möchte, dass du, keine Ahnung, du bist unglücklich vielleicht und deine Bestimmung wäre jetzt, keine Ahnung, dich mit Meerestieren zu beschäftigen, ja? Und wie sollst du erkennen, dass du zum Beispiel an dem Ort, wo du lebst, dass du ans Meer musst? Also wäre zum Beispiel, die Nachbarn ärgern dich, irgendetwas passiert, irgendwas wird ekelhaft, irgendwas wird eng und du hast die Sehnsucht, Mensch, ich möchte unbedingt ans Meer. Und dann kriegst du vielleicht eine Einladung, Mensch, da ist ein Freund hingefahren, da ist vielleicht was frei, komm doch dahin. Und so führt dich die Seele. Und die führt dich immer dahin, was du ausdrücken und entwickeln willst. Und auch ein Land wird geführt. Und das ist für mich eine spirituelle Wahrnehmung. Aber ich kenne sie nicht anders, weil ich habe sie schon immer so gehabt.
Ja, das gerade dieses Verschmelzen von Ursache und Wirkung finde ich eigentlich sehr interessant. Also das ist halt nach meinem Modell oder nach dem Modell von vielen ist das halt das, was wir mit 5D-Bewusstsein letztendlich auch meinen. So. Also man löst sich halt raus von der Dualität, wo es dann halt auch zeitliche Abfolgen gibt, wie in 3D, 4D, wo man die Dinge halt immer so sehr für sich betrachtet oder wo man halt eine Ursache und eine Wirkung sieht. Aus der 5D-Perspektive sieht man das aber alles als eins, also alles als Teil eines Prozesses, um das jetzt auch wieder so ein bisschen bildlich darzustellen. Nehme ich gerne so das Beispiel immer so von so einem Magneten oder so einem Hufeisenmagneten zum Beispiel. Ja? Also wir mit unserem Bewusstsein in 3D und 4D, wir sehen die Dinge zum Beispiel jetzt als gut oder böse, ja, oder Plus und Minus bei dem Magnet quasi, ne? Und wenn wir jetzt in den Magnet reingucken könnten, dann würden wir jetzt vielleicht auch verschiedene Energien oder Teilchen in dem Magnet sehen, die sich gegenseitig abstoßen, die sich gegeneinander anziehen. Und wenn wir jetzt in das Bewusstsein uns von so einem kleinen Teilchen halt reindenken, könnte man dann auch jetzt das so interpretieren, der Pluspol in dem Magnet, der denkt jetzt, oh, dieser böse Minuspol, der stößt uns die ganze Zeit ab und so weiter. Aus einer höheren Perspektive betrachtet, sieht man aber einfach einen Magnet, ja, also ein großes Ganzes sozusagen. Ja, also das ist für mich halt auch dieses 5D-Bewusstsein letztendlich. Also man sieht alles als großes Ganzes und alles im Kontext miteinander. Ja? Jetzt nehme ich jetzt auch mal das Beispiel William Toll oder so. Also William Toll wird ja auch viel kritisiert, unter anderem von mir auch einige Aspekte dann hin und wieder mal. Und viele sagen dann so, oh ja, der ist schlecht irgendwie, da sollte man sich nicht mit beschäftigen. So, ja, man kann das halt jetzt so eindimensional betrachten. Andererseits, das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, wäre jetzt ohne William Toll zum Beispiel auch nicht zustande gekommen. Ja, also da würde ich dich jetzt nicht kennen, Jade, oder den Peter möglicherweise jetzt auch nicht. Also dadurch wurden dann halt wieder, also dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, wurden dann halt wieder Dinge angestoßen, mit denen sich andere vielleicht in irgendeiner Art und Weise identifiziert haben, die ja sozusagen dann halt auch in mein Leben gezogen wurden. So, ja. Und aus einer höheren Perspektive betrachtet, kann ich jetzt überhaupt nicht für mich so sagen, so William Toll ist jetzt so gut oder schlecht oder so. Also er ist halt einfach da. Man kann ihn aus verschiedenen Perspektiven betrachten und man kann verschiedenen Impulsen quasi nachgehen, die er in unser Leben bringt. So. Und das ist für mich letztendlich auch 5D-Bewusstsein. Ja? Also man sieht das große Ganze und man sieht auch andere Aspekte, die damit verknüpft sind, aber jetzt nicht unmittelbar mit ihm zu tun haben. Genau, das nochmal so eine weitere Ausführung von mir dazu. Jetzt hatte ich ja gehofft, dass ihr mich auch fragt. Ja, wir natürlich. Wir freuen uns, wenn du deine Gedanken mitteilst. Dass du auch was dazu sagst. Ist es nicht irgendwo auch die Feinfühligkeit gegenüber dem Sein? Ja. Ich habe ja mit dir schon mal, Lukas, ein Gespräch gehabt am Telefon allerdings, über Dinge sehen, wie ich es ausdrücken soll, Dinge sehen. Also ich wusste, als ich ein kleines Kind war und in diesem Dorf gelebt habe, da gab es hier in diesem Haus eine Backstube, einen Verkaufsladen. Und ich wohne jetzt da, wo der Backofen gestanden hat. Ist alles raus, ist alles als Wohnung gemacht. Ich stand vor dem Haus als kleines Kind. Da war wir nannten den Kinderkuchenbäcker, weil der hatte mal ein Stückchen Kuchen genommen, das in winzige kleine geschnitten, Steilchen geschnitten und jedem ein Stückchen gegeben. Ja, deswegen war das für uns, oh, der Kuchenbäcker ist da. Ne? An einem Tag habe ich hier vor dem Haus gestanden, direkt hier am Fenster, auf der Höhe etwa. Ich kann mich da genau dran erinnern. Das Haus angeschaut und gesagt, oh ja, hier werde ich mal leben. Da werde ich wohnen.
dauert noch ganz, ganz, ganz lange. Und dann bin ich von Berlin zu meiner Mama gezogen. Die wohnt mit meiner Schwester zusammen im Haus. Und ich habe eine Wohnung gesucht. Ich habe einfach in allen größeren Dörfern rundherum, auch in der Stadt, Zettel aufgeklebt. Ne? Suche Wohnung, Telefonnummer, tralala. Und ich habe nur einen einzigen Anruf bekommen, hier aus dem Dorf, von der damaligen Besitzerin, die gesagt hat, ja, ich hätte da eine Wohnung, komm doch mal vorbei, Dorfstraße 1. Ich wusste gar nicht, Dorfstraße 1, oh Gott, welches Haus ist das? Wo fängt die Zahlenreihe an? Hinten, vorne, keine Ahnung. Und dann stand ich vor dem Haus hier, dachte, das ist die Dorfstraße 1. Ah ja. Ja, und ich hatte dann wieder die Erinnerung, ja, so ist das. Ja. Und das ist für mich auch diese Feinfühligkeit des Seins. Dieses haben eigentlich alle Menschen. Jeder hat das. Nicht jeder kann es zulassen. Nicht jeder erkennt das. Nicht jeder weiß darüber. Ja, man tut das schnell ab, man vergisst es oder hat sogar Angst davor. Aber das ist für mich diese Feinfühligkeit, ja, die leider vielen, vielen Menschen fehlt. Ja, die sagen dann eher, ja, ich habe es ja kommen sehen oder sowas. Das ist dann so auf sowas Triviales abgerutscht irgendwie. Mhm. Ja, und nicht mehr das, was wir eigentlich sind. Wir haben alle den Zugriff auf alles zu jeder Zeit, weil wir eigentlich gar nicht abhängig sind von Zeit. Das ist eine Organisationsform in 3D, nicht mehr und nicht weniger. Genau. Ja. Das wollte ich noch sagen. Sehr gut ergänzt. Ja. Da habe ich auch ein sehr ähnliches Beispiel, was sehr ähnlich ist wie dein Beispiel, Peter. Und zwar war das, als ich in Irland gewohnt habe, da bin ich mit meiner damaligen Freundin, wollten wir zusammenziehen. Wir haben uns dann eine Wohnung angeschaut und vor der Wohnung lief eine kleine Katze an uns vorbei. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn wir hier einziehen, dann wird das unsere Katze sein. Also das habe ich irgendwie gespürt. Und ja, wir sind dann tatsächlich da eingezogen und es war dann gleich am ersten oder zweiten Tag, war dann diese Katze vor der Gartentür und hat reingeschaut. Ich habe die Tür aufgemacht und ja, ab dem Zeitpunkt hat die Katze dann eigentlich auch sofort bei uns gelebt. Also es war tatsächlich so, als war die schon quasi vorbereitet für mich da schon vor Ort. Genau. Und so kam Stinkefutz damals zu uns. Stinkefutz! Gut. Naja, ich habe meinen Schäferhund damals Hasenpups genannt. Ja, nun, der hat immer Hasen gejagt, ja, und damit die schnell laufen können, dann pupsen die Hasen, ne, um was abzulassen. Und er läuft dann durch den Pups und, ne, also ist ja logisch, dann ist er halt der Hasenpups. Ja. Hier, Dana, hast du auch so eine Geschichte? Tja, Mai. Mir fällt jetzt eigentlich eher eine andere Geschichte ein. Also was ich zum Beispiel immer schon wusste, ist, dass ich einen bestimmten Auftrag habe. Also deswegen habe ich den Toll auch so gut verstanden, wenn er sagt, er lebt eigentlich dafür, dass er jetzt die Deutschen befreit. Oder das ist jetzt sein. Und ich habe das auch gespürt. Ich wusste aber lange Zeit nicht genau, was es ist. Weil ich habe mich nie so richtig... Ich bin eigentlich kein reiner Musiker, ich bin auch kein reiner Sänger, was, ich bin, also nichts. Ich hatte Schwierigkeiten mit dieser reinen Identifikation. Das hat mich wirklich, das hat mir gut getan, wenn ich mal wüsste, ja, das bin ich und fertig. Und das kenne ich aber in dem Sinne nicht. Aber ich habe immer gewusst, okay, ich habe hier einen Auftrag. Und ich habe mich zum Beispiel, also auf Seelenebene, hast du ja auch gerade gesagt, Peter, da gibt es keine Zeit. Also da ist ja alles schon da. Das heißt, jegliche Idee, die du hier haben kannst, jegliche Sehnsucht, die du haben kannst, ja, die ist, weil das ist schon da. Also du kannst nichts Neues hier erfinden. Du bringst Ideen auf die Ebene, die auf einer anderen Bezugsebene ja schon da sind. Die sind nur noch nicht physisch manifestiert. Du kannst physisch manifestieren.
Und da habe ich oft Schwierigkeiten gehabt, die Dinge so durcheinander zu bringen. Ich wusste zum Beispiel, ich arbeite mal in einem Team mit Menschen an einem Projekt, das ich ins Leben rufe. Das zum Beispiel, das wusste ich. Und ich habe jedes Mal, wenn ich Menschen getroffen habe, habe ich immer ein Projekt eingebaut. Ich dachte mir, jetzt ist es soweit. Aber es war nie soweit. Aber also das heißt, ich habe Schwierigkeiten gehabt oft. Oder wenn ich dann meinen Mann zum Beispiel, als ich getroffen habe, wusste ich, das ist mein Seelenpartner. Ich wusste das einfach. Und ich habe dann immer gesagt, ja, wir sind ja seelenverwandt. Und er so, hä? Also wir waren überhaupt ganz woanders unterwegs. Und ich spüre das einfach. Ja. Und ich habe aber Schwierigkeiten, diesen Zeitrahmen dann mitzunehmen. Die Wahrnehmung der anderen, die dann teilweise das erst erkennen müssen, nach keine Ahnung wie viele Wochen und Monaten. Und ich weiß es aber schon gleich. Dann ist es für mich manchmal schwierig, nicht so als völliger Spinner dazustehen, ja, sondern da irgendwie auch mitzugehen, weil ich weiß ja ganz genau, es bringt auch nichts, wenn ich den Leuten irgendwas sage, ja, das wird jetzt so und so passieren oder du wirst es so und so erleben, da bist ja dann nur also verrückt oder wirst es verrückt angesehen, weil man es nicht nachvollziehen kann noch, ne? Ja, das kenne ich nur zu gut. Also ja. Mir geht es dann auch so, dass immer so die eigenen Vorstellungen oder die eigenen Visionen eigentlich dann immer schon so weit voraus sind und es sich dann teilweise ja hier so in der materiellen Welt so sehr, sehr schwer anfühlt oder sehr zäh, bis dann Dinge sich dann auch umsetzen lassen, die man eigentlich schon, ja, man denkt halt so, das müsste eigentlich schon so längst verwirklicht sein, so, es ist doch eigentlich so offensichtlich und klar, dass es so und so besser sein könnte oder besser laufen könnte, aber ja, es fühlt sich halt so in dieser 3D, 4D materiellen Welt halt unheimlich schwer an, so, also das kann ich sehr stark so nachempfinden. Mir ist noch eine Sache eingefallen, um mal wieder darauf zurückzukommen, William Toll. Ich bin ja jemand, der sämtliche Kommentare liest. Und ich hatte einmal 500 Kommentare, da bin ich dann bis 350 gekommen und habe gesagt, jetzt reicht's mir. Ich habe auch die Kommentare, bei dir lese ich auch immer, Lukas, alle, möglichst, ja, wenn es nicht zu viel ist. Es gab zwei Sachen, glaube ich, da war es mir zu viel. Weil ich finde, da kann man sehr gut den Spiegel unserer Gesellschaft, jetzt natürlich ist das jetzt eine bestimmte Schiene, aber doch relativ gut sehen, weil es sich auch Leute verirren und auf so eine Seite und dann mal eben meinen, sie müssten mal eben da einen zum Besten geben. Ich habe auch die Kritikpunkte bezüglich Willem Toll sehr klar wahrgenommen und hat einfach mir dabei gedacht, ja, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal so erzählt, so ähnlich. Mhm. Es ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich kann mit einem Brotmesser ein Brot schneiden, mir da Marmelade mit drauf machen, das schön verteilen. Ich kann aber auch meinen Nachbarn damit rücklings ermorden. Will sagen, es muss nicht alles für mich in diesem Moment, in meiner jetzigen Situation, was von William Toll kommt, hilfreich, gut oder mich weiterbringen oder so. Nein, ich hatte zwei oder man kann mal sagen drei verschiedene Abschnitte mit William Toll. Der erste Abschnitt war die Rheinwiesen, was mich tierisch betroffen hat. Könnte man jetzt nochmal drauf eingehen, es wäre ein anderes Thema. Ich habe mich damit sehr beschäftigt. Ich habe ein Video darüber gemacht, was auch ziemlich alt ist, also ziemlich weit unten ist bei mir. Dann hatte ich eine Phase, wo ich mich mehr oder weniger ausgeklinkt habe und aber auch Kritikpunkte wahrgenommen habe. Jetzt habe ich die dritte Phase sozusagen, wo ich wieder ganz bei ihm bin und ein sehr gutes Empfinden dafür habe, was er eigentlich oder was ich so denke, was er eigentlich an die Leute heranbringen will. Genau das ist nämlich Spiritualität. Und nicht Spiritualität in irgendwelchen Dogmen oder Formen gepresst, sondern, um es mal als Überschrift zu nehmen, komm, lass uns tanzen. Nur mit einem Ja. Das heißt für mich, komm, lass uns das Leben, wie wir es jetzt in dieser Form haben, erleben.
Und das ist für mich eine wunderbare Art von Spiritualität. Ja, das ist für mich, wenn ich da ein Bild drüber malen würde, dann müsste ich einen wahnsinnigen Zauber von Licht, der hochspringt, ja, wie Silvester oder so. Ja, also ein Wahnsinnsfeuerwerk, was um sich herum spielt und ja, und empfindet und Klänge hat und ja, wie soll ich sagen, so in der Art. Und das ist ganz toll. Und das haben einige Leute, die kommentiert haben, negativ kommentiert haben, nicht entdeckt, nicht bemerkt. Die konnten das für sich leider nicht mitnehmen. Das hat mich sehr traurig gemacht, als ich so ein paar Sachen gelesen habe. Na, auch so ein paar Sachen, ja, er ist ein Doorkeeper und hin und her und tralala. Ja, das sind alles solche Worthülsen, uns auferlegte Worthülsen im Endeffekt, um uns immer wieder zu trennen. Ja, wir könnten jetzt auch sagen, du bist ein intellektueller Spinner, ich bin ein alter vor mich hin Frutzler und du bist ein möchte gern Star. Ja, natürlich kann man das so bezeichnen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber das trifft doch überhaupt nicht den Punkt. Das ist doch eine dümmliche Oberflächlichkeit, ja, die den Menschen doch anerzogen worden ist, Leute so und so nach irgendwelchen sekundären Eindrücken einzuteilen. Erschreckend. Überhaupt nicht die Fähigkeit haben, da so sensibel zu sein, dass ich jeden erstmal zulasse. Ja. Ja, dieses Zulassen dann zu mir kommt, ich das empfinde, verarbeite, ist bei mir irgendetwas bewirkt, ja, und dann kann man weitersehen. Aber das ist genau der Punkt, den er auch gerade uns Deutschen vorhält, wo er ganz klar sagt, das müssen wir tatsächlich wieder lernen. Wir drei natürlich nicht. Ich denke, dass wir drei diesen fähig sind. Aber die Masse der Mitteleuropäer, sage ich jetzt mal, die Deutschen ist sowieso Quatsch, die müssen es wieder neu lernen. Und wir sind die Leute, die dafür Aspekte bringen können. Weil wir das vorleben. Wir müssen die auch nicht unbedingt da hinsetzen, am Schlawittchen nehmen und sagen, jetzt passt doch mal auf. Ja, es ist doch eigentlich ganz einfach. Nein, vorleben, sein. Sehr gut. Deswegen mache ich das, was ich mache. Ja, ich mache einerseits gehe ich mit Musik um, andererseits versuche ich diese mediale Verarbeitung in meinen Videos tagesfähig irgendwie auf witzig zu machen oder so. Ja, weil sonst platzt mir der Kessel. Und das ist ein gutes Ding, um das abzulassen. Ja. Ja, genauso wie du das auch versuchst, Lukas. In einer wunderbaren, sehr sensiblen und zarten Art und Weise. Wunderbar. Das hat mich schon angesprochen, als ich dein erstes Video gesehen habe. Die Farben. Ja, da dachte ich schon, wow, wow. Ich habe da eine Kapazitätswolke um dich gesehen, die war gigantisch. Und die ist gigantisch. Und das ist sehr schön. Vielen Dank. Ja. Ja, Wertschätzung ist so das Stichwort. Ne? Das sagt ja auch William Tolle wieder, ne? Wir sollen wertschätzend gegenüber jedem Deutschen sein. Also ich sage es dann immer nur wieder, wertschätzend gegenüber jedem Menschen sein oder gegenüber jedem Leben sein sogar. Also so weit würde ich sogar erweitern. Und ja, das jetzt, wo wir, um wieder so zu dieser spirituellen Sichtweise zurückzukommen, ne, das ist eigentlich ja auch das, ja, diese ganzheitliche Betrachtungsweise irgendwo. Also letztendlich kann man aus jedem Impuls irgendwas für sich rausziehen oder letztendlich spiegelt einem jeder Impuls irgendwas, auch wenn der jetzt im ersten Moment oder aus subjektiver Sicht erstmal negativ erscheint. Ja, also wenn da jetzt ein Gesundheitsminister Panik schürt über irgendwelche Affenpocken oder so weiter. Ja, also natürlich kann man sich drüber aufregen oder man kann es aber auch so sehen, man kann sich halt aber auch selber wahrnehmen, ja, also wie stehe ich dem gegenüber, ja, also wie kann ich ja was Positives daraus machen, ja, wie grenze ich mich davon ab letztendlich, ne, oder bin ein Gegenentwurf zu solchen Aussagen letztendlich, ne, genau, und so, ja, versuche ich da immer halt möglichst eine ganzheitliche Sichtweise darauf, also auf diese Dinge zu sehen. Auch wenn mich jetzt jemand persönlich angreift oder kritisiert, spiegelt das ja letztendlich auch immer etwas.
was ich dann halt auch wieder für mich verwerten kann. Ja, wie wird man spirituell stärker? Also zum einen, also erstmal ist emotionale Stärke irgendwo schon auch eine Voraussetzung für mich dafür, um spirituell auch stärker zu werden. Also zum Beispiel halt der Umgang mit der eigenen Angst, Umgang mit Wut, Umgang mit Zorn ist ja schon ab irgendeinem Punkt der spirituellen Entwicklung schon unabdingbar, dass man sich halt, dass man halt auch ja diese Emotionen kontrollieren kann, so. Weiterhin finde ich noch wichtig, den Aufbau von Willenskraft bis zu einem bestimmten Maße, ja, um halt den eigenen Weg dann halt auch konsequent weiterzugehen und sich da nicht reinreden zu lassen. Dazu gehört halt auch die Fähigkeit, dann halt auch tatsächlich Nein zu sagen und ja, eben halt auch die Fähigkeit, dann halt die Dinge so in gewisser Weise in Bahnen zu lenken, die man dann halt auch ja selber dann halt quasi für die richtigen ansieht. Das ist halt schon auch wichtig, um halt Dinge aus der eigenen geistigen Welt, sage ich jetzt mal, zu manifestieren. Fasten ist zum Beispiel meiner Ansicht nach ein sehr effektiver Weg, um die eigene Willenskraft zu stärken, weil man sich dann halt auch sehr stark ja mit den Bedürfnissen des Körpers auseinandersetzt. Also das hat mich selbst sehr stark weitergebracht. Also ob das jetzt Fast, also ob das jetzt, wie nennt man das jetzt, hartes Fasten ist oder Intervallfasten, wie auch immer. Also ich empfehle damit Intervallfasten auf jeden Fall anzufangen. Auch ja, meditieren zum Beispiel, also oder generell sich auf sich selbst zu fokussieren, sich nicht vom Außen ablenken zu lassen. Ja, den eigenen Sinn im Leben wahrzunehmen, die eigene ja, Göttlichkeit, Schöpferkraft halt auszuleben und zu manifestieren. Also das sind schon, ja, das sind halt jetzt so Sachen, die für mich, für die spirituelle Entwicklung halt ab einem gewissen Punkt unabdingbar sind. Will von euch noch jemand was dazu sagen? Ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel zu und Jade Edana will noch eine kleine Ankündigung machen. Ja, also ich freue mich auf ein gemeinsames Projekt, Jedana und die neue Erde. Genau. Wir wollen eine Reise machen. Also das Ziel ist quasi diese 10-tägige Reise zu 5 oder 6 verschiedenen Kraftorten. Es müssen keine berühmten sein, aber sowas wie Peter uns zum Beispiel auch im Vorgespräch schon mitgeteilt hat, das können auch geheimnisvolle Plätze sein. Und wir wollen quasi eine epische Reise machen zum Herzen der deutschen Seele. Wir wollen uns anschauen, wie die Energien immer noch wirken auf uns, die unsere Ahnen im Laufe der Jahrhunderte schon aufgebaut haben. Wir haben vorher in dem schöne Gespräch jetzt mit euch. Zu dritt haben wir schon festgestellt, dass die Seele in einer Nichtzeit beheimatet ist. Das heißt, unsere Ahnen, wenn Rituale abgehalten haben oder wenn sie an die Götter gedacht haben oder die Natur geehrt haben oder die Tiere oder was auch immer, dann waren sie genau da auch Kontakt oder connected, wie wir es im Prinzip auch sind, wenn wir uns da auch wieder verbinden. Und wir gehen in eine neue Zeit und ich denke mir, das Schöne ist, wenn wir wieder die Natur auch hier neu entdecken, also das Bewusstsein, der Geist, der jenseits der Kategorisierung, die uns da von Kindheit an eingetrichtert wurde, wenn wir den Geist der Pflanzen wieder so ein bisschen mehr spüren oder auch das Wesen der Tiere, wenn wir die Tiere wieder besser behandeln. Also wir streifen quasi in dieser epischen Reise ein paar geschichtliche Aspekte auf. Wir geben uns da in die Geschichte ein bisschen unserer Ahnen, unserer Ahnenverbindung und versuchen es in die Neuzeit zu transformieren. Und wir drehen dann Musikvideos an diesen Plätzen und werden auch danach viele Gespräche führen über die einzelnen Orte, über die Entstehung, wie wir uns gefühlt haben, wie die Energien auf uns gewirkt haben.
und werden uns mit Symboliken beschäftigen, die hier in Deutschland auch irgendwie dies gab oder die unsere Vorfahren benutzt haben, um da Rituale abzuhalten oder was auch immer. Also wir versuchen, auf alten Pfaden zu wandeln und sie zu wandeln. Genau. Und ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt da auch in zu einem gewissen Teil mitwirken. Und zwar suchen wir auch noch Gesprächspartner zu dem Thema deutsche Seele, beziehungsweise auch zu einigen historischen Aspekten, die Deutschland so durchgemacht hat. Also sei es Leute, die etwas über Runen erzählen können, die über Kraftorte was erzählen können, wie zum Beispiel Steinkreise, Dolmen und so weiter. Aber auch zum Thema Hexenverbrennungen, also auch zu diesen dunklen Seiten, die die deutsche Seele durchwandert hat, sage ich mal. Also auch dazu suchen wir noch Experten, sage ich jetzt mal, die da offen wären, mit uns zusammenzuarbeiten und mit denen man dann halt eben Interviews oder Gespräche eben zu diesen diversen Thematiken führen kann. Also wenn euch da jemand einfällt, beziehungsweise ihr selber da Interesse habt, etwas dazu zu sagen, also wenn ihr selber von euch die Auffassung habt, dass ihr da ein umfassendes Wissen habt, was auf Gesprächen auf meinem Kanal oder der Edanas Kanal an die Öffentlichkeit gebracht wird, dann kontaktiert uns bitte diesbezüglich und wie wir dann ein Auswahlverfahren oder so veranstalten werden. Also das werden wir dann noch intern besprechen. Aber also wir suchen da auf jeden Fall noch nach Gesprächspartnern und Impulsen dazu. Vielleicht ist dann gleich, Peter, warte mal ganz kurz, weil ich das noch vergessen habe zu sagen, dass eine Dokumentation entstehen soll. Also es soll quasi ein kleiner Film, das soll das Ergebnis sein, und damit man sich da auskennt. Genau, es soll zum einen Musikvideos gedreht werden, die auf Jade Edanas Kanal veröffentlicht werden. Dann werden Einzelgespräche zu der deutschen Seele und zu den verschiedenen Thematiken auf meinem Kanal dazu veröffentlicht werden. Und zusätzlich wird es dann wahrscheinlich dann auch noch eine Dokumentation sein, über deren Veröffentlichung wir uns jetzt noch nicht so ganz im Klaren sind, aber wir werden euch das dann auf jeden Fall zeitig mitteilen. Peter. Edana, es war ganz wichtig, was du eben im zweitletzten Block gesagt hast, diese Energieorte zurückerobern, kann ich da nur zu ergänzen, denn die dunkle Seite, ich weiß immer nicht, wie ich die benennen soll, nutzt diese Dinge auch. Zum Beispiel hier ganz in der Nähe die Externsteine. Sehr verrufen, weil da immer wieder, wie soll ich die jetzt nennen, Teufelsanbeter oder wie auch immer, finstere Kräfte da ihr Unwesen treiben. Ja, aber dadurch sind das keine schlechten Orte. Sie werden nur schlecht genutzt. Und das fand ich ganz toll, was du eben gesagt hast, sich das zurückerobern, zurückholen. Ja. Diese Energie wieder zu nutzen im positiven Sinne. Sehr gut. Ja. Das ist sehr gut ergänzt. Ja. Sehr gut. Orte und Symbole will ich dazu noch ergänzen. Bei Symbolen ist es ja genau dasselbe. Genau. Dasselbe, ja. 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 Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien für das Gespräch und auch bei allen Zuschauern, die bis hierhin durchgehalten haben. Und habe ich da was mitbekommen? Bitte? Hast du gesagt, bei euch dreien oder? Tatsächlich, ja. Ich sehe hier oben so die Bilder von uns drei und dann kam das jetzt gerade so bei euch dreien, genau. Er weiß, aus welchem Bewusstseinszustand das jetzt wieder kam. Ja. Gut. Genau, ja, ansonsten, liebe Leute, abonniert auch den Kanal von Peter 0815 und den Kanal von Jade Edana. Wir werden die Kanäle von uns dreien in der Videobeschreibung unter diesem Video hier verlinken. Ja, und ansonsten wünsche ich euch
noch einen schönen Tag und bleibt standhaft in den kommenden 9 Monaten. Bis dann. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.